Herzlich willkommen bei Aviamax. Ich bin Tobi und ich fliege heute mit einer neuen Airline, Air Baltic. An Bord eines Airbus A220 fliege ich in der Economy Class von Hamburg nach Riga. Meine Reise beginnt hier in der Hamburg Airport Lounge, eine Priority Pass Lounge, mit der ich aufgrund meines Priority Passes quasi vor jedem Flug Zugang habe. Die Auswahl an Speisen ist nicht unbedingt groß, aber so viel kann ich sagen, hungrig habe ich die Lounge noch nie verlassen. Die Getränkeauswahl ist umso besser. Und hier ein neues Feature dieser Lounge, ein interaktiver Cocktailmixer, der einen anleitet, wie man den nahezu perfekten Cocktail mixt. Übrigens, ich fliege das erste Mal mit einem Airbus A220, das erste Mal mit Air Baltic und mit Lettland besuche ich gleichzeitig ein mir bis dato unbekanntes Land. Das Boarding begann pünktlich und da der Flug nicht sonderlich ausgelastet war, konnten wir in den Zweierreihen der Reihe 3 und 4 unsere Plätze finden. Eigentlich saßen wir in Reihe 23. Und die Sitze sowie die Flugerfahrung möchte ich euch in diesem Trip-Report vorstellen. Von dem Design des Sitzes bin ich positiv überrascht. Der Sitzabstand ist bei einer Körpergröße von 1,87 Meter gut und hier befinden sich zwei kleinere Sitztaschen, habe ich so auch noch nie gesehen. Oberhalb des Sitzes befinden sich Leselampen sowie Lüfter und dieser kleine Bildschirm, den ich euch nachher noch genauer vorstellen werde. Werfen wir noch zunächst einen kurzen Blick in die heute leere Business Class hier an Bord des Airbus A220. In der großen Sitztasche vor uns befindet sich ein Bordmagazin, das Informationen über die Airline bereithält, sowie über das Bordmenü und einige Auswahl zum Shoppen. Darüber hinaus befindet sich noch eine Safety Card in der Sitztasche. Der Sitz lässt sich so aufklappen und ist verstellbar. Genial! Das Sicherheitsvideo wird ebenfalls über den kleinen Bildschirm abgespielt. Oh, und diesen Kleiderhaken habe ich fast übersehen. Und nun viel Spaß mit dem Start hier aus Hamburg.
eine Flight Map, die zusätzlich Daten zum Flug bereithält. Mega cool. Und das Bordmagazin beinhaltet zusätzliche Informationen über die Airline, wie beispielsweise das Streckennetz. Das gastronomische Angebot kann sich ebenfalls sehen lassen. Die Auswahl ist groß und die Preise sind meines Erachtens nach noch vertretbar. Ihr habt zudem die Möglichkeit, vorab des Fluges Mahlzeiten zu bestellen. Und ich fliege heute mit dieser wunderschönen... mit diesem wunderschönen Mann. Auf Flughöhe angekommen haben wir uns noch ein Bier genehmigt. 0,5 Liter für 7,50 Euro. Finde ich gar nicht so verkehrt. Und bevor wir in Riga landen, möchte ich mir noch einmal das Bad genauer anschauen. Es ist sauber und es ist ausgestattet mit dem Nötigsten. Aufgrund der leeren Business Class kann ich euch die Sitze sowie die Sitzaufteilung noch einmal genau zeigen. Eine Zweierreihe und eine Dreierreihe. Die Economy Class ist genauso angeordnet. Übrigens, Air Baltic fliegt mit dieser Konfiguration, also auch mit dieser Business Class, nach Dubai. Ich würde das nicht machen, außer in der ersten Reihe. It's 5 minutes past 10 o'clock in the evening, and we have arrived.
10 minutes ahead of our scheduled arrival time. Please remain seated with your seatbelt fastened until fast and seatbelt signs have been switched off. And remember to take all of your personal belongings and please take care. Wie fällt denn nun mein Fazit zu diesem Flug mit Air Baltic aus? Insgesamt, glaube ich, kann ich das nicht ganz neutral bewerten, denn wir hatten schon wahnsinnig Glück mit unseren Sitzen. Die Crew war wahnsinnig freundlich. Während des ganzen Fluges haben wir wunderbar miteinander interagiert und mir hat alles wahnsinnig gut gefallen. Ich kann euch Air Baltic nur wärmstens empfehlen. Habt Spaß, fliegt mit Air Baltic. Ich werde es bestimmt wieder machen.